Wir pushen heute Karl von 0 auf 57 Trophäen. Dabei haben wir den neuen Sultan-Skin und starten einen völlig neuen Rang 25-Account. Auf diesem Account werden wir alle neuen 25er in Zukunft pushen, werden heute starten und neue Brawler und alles in einem Video freischalten. Und damit sind wir drin auf unserem neuen Account. Erstmal Tutorials spielen und dann bin ich gespannt, was heute alles passieren wird. Achso, ich kann gleich nochmal zeigen. Es war's schon, Jonas 57. Hä? Ich wollte nochmal zeigen. Normalerweise muss man den noch bestätigen. Was ist das denn jetzt? 23, so, let's go. Okay, wir haben jetzt Shelly auf 0 Trophäen. Wir wollen ihn natürlich nicht pushen. Das ist der Account. Wir wollen jetzt einfach nur den Brawler freischalten. Wir haben noch keinen einzigen... Oh, das wird cool werden. Alter, 65 Brawler noch. Wir haben jetzt aktuell auch keine Modi freigeschaltet. Das ist halt eigentlich ziemlich witzig. Da müssen wir heute schauen. Wir schalten bei 150 Trophäen Brawler erst frei. Yo, ey, das wird auch geil werden, ob wir da auch gut vorankommen. Ey, auch der Pass. Wir haben auch die ersten Credits einfach gratis, sehe ich gerade. Hey, wie geil. Okay, wir aktivieren den Brawler Pass plus 10 Stufen. Dafür müssen wir erstmal in den Shop. Kriegen wir schon ein Angebot? Oha. Wo ist Karl? Oh, wir haben direkt ein Angebot für Karl und alles. Okay, das ist clean. Das ist richtig geil. Okay, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, Creator Code Jonas. Das Projekt wird episch werden. So, 2000 Gems. Ich weiß nicht, wie teuer das wird und ob alles klappt. Ersten 2000 Gems für den Account. Wir kriegen direkt 30 Credits gerade. Das kriegen wir dann mit den ersten... Achso, nee, der kostet 160. Ich dachte ganz kurz schon. Skinspende, Magier Barley. Und direkt Barley, das ist es nämlich, wir kriegen dann direkt Barley. Erste Brawler schon mal hier freigeschaltet. Ich bin mal gespannt, wie viele Brawler wir direkt freischalten werden heute. Weil gerade am Anfang geht das super, super leicht. Okay, Account schon mal, wir haben jetzt schon den zweiten Brawler. Ist schon mal ganz geil. Wir lassen hier auf jeden Fall Power 1, ihr wisst ja. Power 1 auf Power 11 dann immer. Ah, ich bin dumm, ich kann mir ja Karl kaufen. Ich hoffe, das ist ein bisschen teurer, dann machen wir es so, stimmt. Okay, ich dachte erst, wir müssen jetzt eine Runde schon mal spielen. Aber wir wollen die ja immer von 0 auf 57 pushen. Aber wir müssen es nicht, wir können ja Karl einfach kaufen und das ist der Unterschied mit einem Update. Wir können es einfach, das konnten wir davor nicht, wir können es einfach immer den Brawler mir pushen. Einfach, zack, auswählen, jetzt freischalten, boom, 79 Gems. Ist das geil, okay, ist es ganz perfekt. Wir hätten ein besseres Angebot gehabt, wir geben vielleicht 20, 30 Gems jetzt mehr aus. Dann finden wir es jetzt wirklich raus. Der Shop ist da, der Shop ist zurück. Ja, Junge, jetzt ist der Shop wieder drin, es war so klar, ne. Okay, bevor der Shop wieder weg ist, ich wollte nämlich gerade sagen, das ist halt super wichtig. Auf die Angebote sind wir angewiesen. Wir müssen es auch rauskriegen, wie teuer es sein wird, wenn wir halt wirklich keine Münzen und Powerpunkte haben. Wir kriegen jetzt hier ein paar gesponsert schon mal. Wir wollen ja Power 11 gehen und auch Gears und so natürlich kaufen. Wird wahrscheinlich teurer werden auf dem Account, ne? Aber dafür ist es halt umso nicer natürlich, weil, ihr wisst, weil wir dafür einen Account haben, auf dem alles gepusht wird. Bevor wir nicht mehr in den Shop gleich reinkommen, kaufen wir uns auch direkt den Karl-Skin. Auf geht's. 149 Gems. Junge, der Skin ist anders geil. Kommt übrigens zu Ramadan raus. Der beginnt, glaube ich, heute, oder? Ja, der Skin ist ganz geil eigentlich. Oh, noch ein Icon. Oh, dann machen wir direkt rein. Wir haben jetzt eh nur eins. So, direkt Lieblingsbrawler Karl. Zack. Und noch... Mann, das sind Gold. Kampfkarte. Da, Sultan Karl. Ne, wir machen den Karl-Pin. Sprüche haben wir leider keinen. Okay, dann legen wir los. Wir kaufen es den Pass plus 10 Stufen. Das machen wir auf jeden Fall. Und damit bin ich schon mal gespannt, wie viele Brawler wir direkt freischalten werden. Oh, wir haben direkt den Majordomo-Skin. Das Geile ist, wir kriegen auch direkt, nämlich gratis dazu, natürlich den Brawler, da haben wir ihn schon, El Primo. Ist der vierte Brawler schon mal auf dem Account, den wir jetzt haben. Und den zweiten, den wir kostenlos freischalten. Ja, okay, wir haben den Brawler Pass gekauft. Zählt nicht als kostenlos, aber egal. Sehr, sehr geil. Und das Geile ist, wir kriegen halt direkt einen Haufen an Powerpunkten Münzen. Quests schalten wir erst bei 400, nee, bei 100 Trophäen frei. Ah, das war früher, auch später, glaube ich. Okay, wie viele Münzen? 1000 schon mal etwa. 2000 haben wir schon mal. 3000. Okay, müssen wir wenigstens nicht ganz so viel Geld hoffentlich ausgeben. Und Powerpunkte kriegen wir auch nochmal. Den Rest müssen wir uns halt alles mit Gems kaufen. Ich habe sowas noch nie gemacht, ehrlich gesagt. In der Größe. Oh, wir haben noch Chroma Credits hier erst noch. Okay, aber ich glaube, die kosten wahrscheinlich auch direkt von Anfang an so 400, ne? Ne, 500 sogar, die ersten. Ja, moin, okay. Dann hier mal Gems zurück. Und nochmal Powerpunkte. Okay, Pinpack, Pinpack und... Leute, sogar ein Karl-Pin. Yo, wir haben einen epischen Barley-Pin gezogen. Wie lucky. Oha. Okay, wir kommen zu den Credits. Wie viele Brawler bekommen wir jetzt? Ja, ich weiß, was Credits sind. Das reicht noch nicht ganz. Jetzt kriegen wir den ersten Brawler schon mal. Durch Credits. Ita greift ihre Feinde mit einer donnernden Schockwelle an. Mit ihrem Superskill beschwört sie einen großen Bären, der sie im Kampf unterstützt. Der zweite Brawler ist Poco. Ich glaube, den kriegen wir auch direkt. Dann haben wir auf jeden Fall auch den schon mal. Müssen den auch in Zukunft natürlich nicht kaufen. Und wir kriegen safe noch weitere Brawler heute. Das ist der zweite Brawler schon. Und immer wenn Angebote drin sind, holen wir uns 100% auf dem Account. Vor allem Münzen und Powerpunkte brauchen wir massenhaft. Credits. Ja, und jetzt ist der Moment der Wahrheit. Wir haben alle Angebote gekauft, die wir kaufen konnten. Wir haben noch Gems übrig. Wie teuer ist es denn jetzt, einen Brawler Power 11 zu kriegen? Wenn man nichts hat, wir müssen es meistens halt kaufen. Und das werden wir jetzt rausfinden. Den Skin haben wir. Karl nochmal hier gesehen. 4000 Leben, 660 Schaden. Wie weit kommen wir jetzt damit? Power 3, Power 4, 5, 6, 7. Das ist schon mal sehr gut. Und wir schalten zum ersten Mal Gadgets frei. Die müssen wir gleich noch schauen. Oh je, es wird teuer werden. Power 8, Power 9,
ETF, wir schaffen so viel. Und wir haben dir auch direkt die Star Power zum ersten Mal freigeschaltet. Sehr, sehr geil, auch das. Und jetzt reicht's schon nicht mehr. Die Powerpunkte reichen. Okay, wie teuer wird das? Okay, geht noch. 57 Gems, ist noch in Ordnung. Mach das auf jeden Fall nicht zu Hause nach, ne, bitte. Jetzt bin ich gespannt. Wir müssen ins Power 11. Das ging halt früher nicht. Deswegen war dieser Account bisher nicht möglich. Jetzt können wir uns das einfach kaufen. Früher haben wir die einfach nicht bekommen. 583! Ich bin ehrlich, das schmerzt schon. Gut, normalerweise hätten wir den Brawl Pass durchgejammt, ne? Deswegen, Leute, wenn ihr Bock auf den Account habt, lasst Support da. Es ist schon teurer, als wenn wir halt immer es auf anderen Accounts machen würden. Aber ich glaube, es ist viel geiler, halt einen Account zu haben. Und das ging halt bisher nicht. 600 Gems jetzt hier. Oh. Das hat schon wehgetan. Und das Ding ist, jetzt haben wir nichts. Wir haben hier nur Power 11. Wir haben jetzt 6000 Leben, fast 1000 Schaden. So, die Gadgets fehlen noch, die Star Powers und die ganzen Gears. Ich rechne kurz aus. Ich glaube so, also 10.000 Münzen, ne? Okay, also 10.000 Münzen bräuchten wir. Ja, wir müssen das jetzt schon durchziehen. Oh, es reicht, glaube ich, nicht ganz aus. Einmal. Zweimal. Ja, Münzen sind leer. Gems sind leer. Okay, dann schauen wir mal, wie wir damit erstmal kommen. Dann kaufen wir erstmal das erste Gadget, die erste Star Power. Danach machen wir die zweite Fähigkeit und dann den Skin. Eigentlich wie immer, okay. Das erste ist der Glühstein-Auswerfer. Die nächste Spitzhacke. Oh Gott, das ist lang. Damit können wir eine Spur hinterlassen, eine Brände, wenn wir die Axt werfen. Und die macht 1200 Schaden. Und zwar Brandschaden. Also wie Crow, so ein bisschen, der Poison. Dann natürlich auch die erste Star Power, das ist der Powerwurf. Damit haben wir 10% höhere Geschwindigkeit bei der Axt. Das heißt, wir können auch schneller und öfter angreifen. Und damit läuft die Zeit. Der erste 25er heute, Sultan Karl, 0 auf 57. Und jetzt passt auf, wir können halt direkt die neuen Fähigkeiten testen. Also erstmal die Hacke, die Spitzhacke, kommt halt schneller zurück. 10%. Gut, der Unterschied ist schwer zu erkennen, weil wir noch nicht die erste Runde gespielt haben. Gadget sehen wir gleich. Okay, wir sehen schon mal hier. Bei Karl ist das Wichtige vor allem, wir haben einen Schuss mit der Axt. Und wenn wir halt gegen Wände gehen, dann ist die Axt schneller zurück. Das heißt, gerade hier an Wänden können wir Karl extrem gut ausnutzen. Allgemein Karl, sehr guter Brawler. Viel Leben, viel Schaden und auch im Nahkampf mit der Ulti gut. So, jetzt hier direkt. Okay, gute Shelly. Jetzt hier der Glühsteinwerfer, passt auf. Zack. Und die brennt. Und alle, die über diese Spur drüber laufen, kriegen 1200 Schaden. Und die kriegen vor allem auch Schaden über Zeit und können nicht healen. Also, das Gadget ist schon ziemlich nice. Vor allem auch für Hotzone zum Beispiel. Oder ein Brawler, um den Ball zu beschützen. Oh, da ist ein Brock, okay. So, jetzt hier die Ult. Okay, der war mit 8 Cubes, egal. Erste Runde, Platz 4, wir kommen zu den zweiten Fähigkeiten. Haben wir schon Masteries? Haben wir auch noch nicht. Okay, die zweiten Fähigkeiten. Das zweite Gadget ist der Flughaken. Damit können wir uns ranziehen an Gegner. Ziemlich entspannt. Geil, vor allem für die Ulti. Und noch besser ist das hier. Jetzt haben wir schon keine Münzen mehr. Okay, komm, dann kaufen wir uns schon mal wieder Münzen nach. Wir kaufen am besten. Wir machen einfach wieder 2000 Gems. Ey, das sind 240 Euro für die erste Folge schon. Aber die werden wir in Zukunft noch gebrauchen können. Deswegen, Leute, lasst Supporter, Creator Code, Jonas, wenn ihr auch ja, mich im Shop unterstützen wollt. Und ja, auf geht's. Let's go. Das waren 240 Euro heute wieder. Das ist crazy. Nicht zu Hause nachmachen. Ganz wichtig, nicht zu Hause nachmachen. Ich würde das niemals machen, wenn ihr nicht zuschauen würdet. Das ist nur ermöglicht durch euren Support. Danke. Wir kaufen immer das größte Münzenpaket. Ich glaube, da kriegen wir den meisten Value raus. Da kriegen wir nämlich 23% extra. Ja, ja. Zweites Star Power ist der Schleuderschutz. Wenn wir unsere Ult haben, kriegen wir 35% weniger Schaden. Klingt geil. Hätten es gerade eben beschützt schon. Okay, das letzte Match, bevor wir uns einen Skin kaufen. Jetzt sehen wir, die Axt ist 10% langsamer. Merkt es kaum, aber es macht halt im Kampf schon einen großen Unterschied. Welche Star Power, welche Gadgets am besten sind, werden wir heute lernen, wenn wir die Pros noch fragen später wieder, die hier im Chat uns helfen wieder. Oder auch beim Pushen helfen. So, das Gadget werden wir natürlich jetzt hier nicht nutzen. Also wir sind ja in erster Linie ein Distanzkämpfer. Das Gadget ist vor allem dazu gut, um es mit der Ulti zu kombinieren. So, jetzt passt auf. Also, wir kassieren 35% weniger Schaden. Wir haben jetzt so ein Schild und können uns ranziehen. Wir dodgen und jetzt, ja, ziehen wir uns ran, machen die Ult und ihr seht, wir haben ein Schild. 35% weniger Schaden. Und was da am besten ist, muss ich noch die Pros fragen. Ich glaube sogar, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht genau. Ist auch, wir trollen den, wir gehen weg und gehen jetzt hier. Wir können es an die Wand ranziehen, auch ein Trick. Und dann können wir den killen. Sehr geil. Damit, die ersten 16 Trophäen, die Masteries werden doch schon mitgezählt, sehen wir oben rechts. Und wir kriegen auch sau viele Marken, sehr, sehr geil. Oh mein Gott, der Trophäenpfad. Ey, das ist so krank, wir werden heute immer wieder richtig heftige Belohnungen kriegen. Und Tages-Login-Belohnung. Yo, Shelly einfach hier freigeschaltet, Bandita Shelly. Und Powerpunkte und jetzt hier, 160 Credits. Wir haben fast den nächsten Brawler, Jesse. Den schaffen wir safe und gleich noch Juwelenjagd freischalten. Okay, damit wie versprochen, wir kommen zum Skin und ihr seht schon, für die Gears brauchen wir noch Münzen. Also nochmal Gems ausgeben. Wir kaufen immer das größte Paket. Da kriegen wir, wie gesagt, 23% extra. Auf geht's. Okay, welche Gears haben wir? Speed Gear. Okay, komm, holen wir uns drei Gears. Wir holen Damage. Damage ist Pflicht. Aber wir holen auch direkt das Schild Gear.
Weil auf Maps, auf denen wir keine Büsche haben, ist das Speed Gear egal. Deswegen. Dann aktivieren wir direkt mal Speed und Damage. Let's go. Die erste Runde auf dem fliegenden Teppich. Wir haben so Sand hinter uns. Das finde ich geil. Das sieht. Und die Axt. Die Axt ist so ein Stern, oder? Nee, ist ein Mond. Die Axt ist ein Mond. Seht ihr das? Ey, ist das geil. Wie sieht die Ulti aus? Das ist ein Jackie. Ah, wir sind mal lieber vorsichtig. Wir holen erstmal einen Cube. Aber der Sandeffekt finde ich, den finde ich echt gut gelungen. Das ist ein Jesse, passt auf. Zack. Und jetzt, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das war super close. Alter, was ein geiler Skin. Da ist einfach ein Sandsturm um uns rum. Der Skin ist ohne Witz geil. Vor allem auch, wie wir, ihr müsst auf den Brawler achten, wir hier. Einfach auf seinem fliegenden Teppich so eine Sache. Das sieht schon geil aus. Also ihr seht, das Problem ist, ne, wenn man hier keine Wände hat, dann braucht die Axt echt lange zum zurückkommen. Jetzt hier Bow auch total ahnungslos. Sehr geil. Wow. Und man ist auch schneller mit der Axt, mit der Ulti. Dauert. Jetzt hier, passt auf. Wir sind sau schnell mit der Axt. Seht ihr das? Wir sind super, super schnell. Ist auch krass. Komm, Jackie. Nice, let's go. Okay, damit der erste Win mit dem Skin. Wir können nicht in Brawler gehen, weil wir haben keinen Brawler. Okay, dann erstmal los. Wir schalten gleich Juwelenjagd frei. Das ist echt ungewöhnlich heute, hä? Okay, nächster Win. Und damit haben wir Juwelenjagd freigeschaltet, ne? 36. Zack. Juwelenjagd freigeschaltet. Let's go. Ey, die ersten 60 Trophäen, by the way. Wie geil. Und bei der Mastery sind auch schon mal bei 37 Punkten. Dann werden wir auch jede Mastery auf Silber irgendwann haben, wenn es so weitergeht, ne? Aber das Geile sind jetzt die Credits halt. Zack. Und gleich haben wir Quests erstmal freigeschaltet. Wir haben Jesse, den praktisch den ersten super seltenen, den wir aus dem Starpfad zumindest kriegen. Und wir kriegen schon wieder einen seltenen. Alter, wie viele seltenen man am Anfang bekommt, das ist echt verrückt. Und noch keinen epischen bisher. Rock als nächstes. Das ist aber machbar, oder? Oh ja, wir sehen. Ich will jetzt noch nicht zu viel schauen. Wir gehen ja auf 57 Trophäen heute. Aber ihr seht schon, da kommen noch sehr viel. Da kommen noch super viele Credits. Okay, Stand jetzt. Wir haben schon mal 7 Brawler. Das ist krass. Das ist echt. Das ist am Anfang halt die super seltenen, ne? Das ist halt echt verrückt. Let's go. Wir sind gleich bei den ersten Quests angekommen. Komm. Ein Sieg, dann haben wir die Quests. Und dann gleich Brawler. Und damit haben wir nach 23 Minuten 100 Trophäen und schalten Quests frei. Okay, was für Quests kriegen wir? Kriegen wir viele? Ach lol, wir schalten nur Daily Quests freier. Wir haben jetzt 3 Kämpfe mit Karl gewinnen und nochmal 3 Kämpfe gewinnen. Diese Saw-Quest schalten wir erst bei 300 Trophäen frei. Und gewinne 3 Kämpfe mit Karl ist eine super gute Quest. 116 schon mal. Okay, 4 Games noch. Dann haben wir Brawler. Wir fahren einfach mit diesem Kackteppich über die komplette Map. Es hat irgendwie was, oder? Das ist irgendwie schon nice. Das ist schon ganz geil einfach. Alle so am Fighten und wir fahren mit unserem Teppich einfach über die halbe Map mit unserem Sandspuder. Wie geil. Wir sind kurz davor. Ey, wir haben die beiden Quests schon mal geschafft. Das ist geil. Zack. Gewinne 3 Kämpfe für Karl und Dings. Let's go. Powerpunkte. Okay, wir kriegen immer wieder Belohnung. Das ist geil. Credits. Was kriegen wir? Wir kriegen Brock direkt. Ey, das ist sogar immer wieder neue Belohnung zwischendrin. Brock ist drin. 5 von 8 seltene. Jackie. Jackie ist nice. Jackie ist nice. Okay, haben wir noch irgendwas? Nee, Brawler in 2 Games. So, jetzt komm hier ran. Ey, der gute Teammate. Alter. Der war nice. Ey, wir sind Rang 10 schon mal. Let's go. 100 Powerpunkte. Und das entscheidende Game für Brawl Ball. Okay, das müssen wir jetzt gewinnen. Okay, entscheidende Runde für Brawl Ball. Wir müssen einfach jetzt hier nur Erster werden. Auf geht's. Dann haben wir schon mal endlich Brawl Ball freigeschaltet. 36 Minuten, 150 Trophäen. Ist langsamer als sonst. Natürlich, weil wir halt noch kein Brawl Ball haben. Digga, die Shelly. Tja. Wir machen halt so viel Damage, das ist krank. Das ist echt krank. Und dann noch ein Damage-Gear. Oh, noch ein Shelly. Let's go, wir haben es. Oh, es war knapper, als ich dachte. Wow. Ich hätte, glaube ich, 11 Cubes gehabt, egal. Platz 1 und wir sind damit endlich bei Brawl Ball angekommen. Let's go. Welche Map, welche Map? Die ist gut. Das sind viele Wände und die ist trotzdem relativ offen. Das ist gut für Karl. Bei den Starpaws, bei den Gadgets ist es folgendermaßen. Zweites Gadget ist besser, also der Flughaken, um sich ranzuziehen. Und die Starpaws besser. Schild. Endlich. Endlich Brawl Ball. Die erste Runde. Auf geht's. Und passt auf. Das Geile bei Karl ist das hier. Seht ihr das? Wir können uns ranziehen zum Ball und dann Tore machen. Ich liebe... Das wird geil werden. Karl ist ein guter Brawler für Brawl Ball. So, jetzt hier nochmal hier schön reinschießen. Besten ein bisschen wegbleiben. Wir sind dann jetzt hier. Zack. Unrein ulten. Achso, sind schon alle tot. Aber ihr seht schon, was da möglich ist. Und jetzt wird's richtig... Oh, sorry, ich hab das Tor geklaut. 40 Minuten, jetzt kann's abgehen. Erste Runde, 160 Trophäen. Jetzt geht's los. Ich will auf jeden Fall schon mal jetzt hier, das ist smart. Sobald wir die Ult haben, ist es ja total krank, wie viel Damage wir machen können. Habt ihr das gesehen? Yo. Digga, allein! Bruder. Nein, was passt zu mir? Ich bin down. Eieiei, das war's aber jetzt nicht gerade. Alter, der Damage bei Karl ist so krank. Jetzt aber... Das war random. By the way, die Mastery geht auch gut voran, ne? Schon fast die Hälfte für Stufe 1. Und umso höher wir kommen, umso mehr Mastery-Punkte kriegen wir auch. Oh, wir haben eine neue Belohnung. Sprays. Wir kriegen gleich die nächsten Credits.
Sprays, ich weiß, was Sprays sind. Okay, dann machen wir direkt. Machen nur Karl-Pins rein. Und noch den hier. Und den Legpin noch. Machen wir das hier. Let's go. Nein, nicht den normalen Karl. Nicht den, hä? Das ist ein Bug nur. Sehr geil. Die erste Mastery-Stufe. Let's go. Und auf den Trophäen. Wir kriegen Credits. Guter Punkt. Oh, ist so geil, was wir alles kriegen heute. Münzen. Das ist schon mal wichtig, dass wir hier auch Münzen und Powerpunkte sammeln. Für den nächsten Brawler wieder. Wir haben jetzt schon 3000 Münzen und 200 Powerpunkte. Die sammeln wir alle für den nächsten Push schon. Das ist super wichtig hier. Und jetzt passt auf. Credits 160 Stück. Ja, ist noch ein. Aber wir schalten die frei. Es ist Orquisp als nächstes. Sehr wichtig. Let's go. Entscheidende Runde für 300 Trophäen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir die Quest freigeschaltet. Was natürlich super wichtig ist für den Fortschritt heute. Auf geht's. Ja, das ist zwar schon mal eben. Sieht's schon. Das ist krass. Können wir jetzt die Ult aufheben? Ball kommt hier nach vorne und der Rico ist ab und ab gerade. Oh, 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 oh. Okay. Das ist halt vor allem krass, ne? Passt auf, wir machen jetzt hier das Gadget. Gehen hier einmal rein. Der Flash. Ich seh euch das an. Das ist halt der absolute Wahnsinn, ne? Beide rausgenommen und da ist das Tor. 300 Trophäen in einer Stunde. Das ist ein gutes Tempo auf jeden Fall. Wir haben endlich die Quests. Da haben wir sie. Da, ich wollte gerade sagen, wo bleiben sie? Ey, wir kriegen so viele Münzen. 3.500. 4.000 Münzen. Das ist super viel. Brawler-Quests, auch sehr viel, auch Showdown-Quests. Leider viele einzelne Brawler. Die würde ich vielleicht einmal austauschen einfach. Ja, besser als nichts. Ich glaube, wir haben noch eine Brawler-Quest dazu bekommen. Jetzt haben wir 5 Brawler-Quests. Oh, wieder 2 Quests geschafft. Übel geil. 8 Kämpfe noch gewinnen. Hier noch gewinnen und healen. Oh, das dauert healen. Wir haben nicht mal 10.000 von 80. Oh, wieder 2 Quests geschafft. Oh, das ist so viel. Oh, das ist fett. Das sind 1.000 Marken. Pass auf. Oh mein Gott. Wir haben jetzt so viel. Münzen, 1.000. Boah, das ist wirklich geil. Gems. Boah, das sind so wichtige Powerpunkte auch für die nächsten Folgen schon. Credits sind immer gut. Und jetzt kriegen wir den nächsten. Ah, noch nicht gar. Aber wir kriegen ihn heute noch. Jackie safe, hier. Ey, wieder geil. Wir kriegen. Was ist das? Ist das ein Pin oder ist das? Was ist das? Das ist, glaube ich, ein Pin. 100 Powerpunkte, Stufe 2 schon mal. Geil. 815. Nice. Let's go. Wir kommen sehr gut voran. Wir sind jetzt bei 450. Irgendwie diese Heal-Quest ist so grauenvoll langsam. Schaut euch das an. 23k erst, obwohl wir die ganze Zeit schon Brawl spielen, aber gut. Passe den Ball 8 Mal. Nice. Haben wir geschafft. Bei 500 holen wir die ganze Belohnung ab, okay? Wieder aus dem Pass und aus dem Trophäenpfad. Entscheidende Runde für 500 Trophäen. Dann kriegen wir doch auch, wir kriegen noch irgendwas. Trophäenpfad kriegen wir krasse Belohnung. Stimmt. Ball, 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 ball. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ball ist da. Normalerweise, außer das, ja, das Wurf. Es war so klar, dass er das Wurf-Gadget hat, ne? Es war so klar. Digga. Mist. Oh, er hat ihn wieder weggeworfen. Er ist wieder weggeworfen. Nice. Sehr gut. Und. Junge Marvin, stark, wichtig. Also, 5er Trophäen erreicht. Und jetzt werden wir, wie versprochen, schon mal alles öffnen. Okay, ich bin sehr gespannt. Also, wir haben Powerpunkte zuerst. 50 Stück. Yo, 430. Das ist halt das Geile auf dem neuen Account. Das ist direkt Jackie. Und nochmal 300 Credits. Wir kriegen vielleicht noch einen Brawler direkt. Passt auf. Jackie lässt mit ihrem Presto vor den Gegner und den Boden erzittern. Ihr Superskill zieht in der Nähe befindliche Feinde herbei, die anschließend mit der Nase im Dreck landen. Ey, wir haben direkt den nächsten Brawler, oder? Cold, sagt meine Freunde. Direkt noch Cold freigeschaltet. Kriegen wir noch einen direkt sogar? Wenn jetzt noch einen super selten. Ne, den ersten epischen. Ems oder Bau, was sagst du? Ich sag Ems, das stimmt. Ich glaube, die Leute wollen eigentlich immer Ems sehen. Ich mache einfach Ems. Ich glaube, die Leute wollen eh Ems sehen. Nochmal Credits und wir haben so viele Münzen für den nächsten Push. Wir haben jetzt schon 6.000. Wir haben ein Credits-Sonderangebot für 1 Euro. Ja gut, das müssen wir uns natürlich holen, komm. Ich meine, man muss halt in den Shop gehen und da ist ein cooles Angebot. Man kann es echt entscheiden. Die werden jetzt halt nicht irgendwie krass groß angezeigt meistens auf dem Screen, nur sehr selten. Wir kriegen wieder 1.000 Münzen, das ist geil. Hier ist einfach, komm. Wenn ich jetzt so score, bin ich ein Held. Boah, ey, das muss ins Video. Checkshot. Ah. Okay, ein Win für 600. Wir haben die nächste Mastery-Stufe noch geschafft. Credits. Wir schaffen M safe noch heute. Okay, entscheidende Runde gegen 3 Tanks um 600 Trophäen. Aber das ist schon mal echt ordentlich, muss ich wirklich sagen. Auch vom Tempo bin ich sehr zufrieden. Und die Tanks, boah, die lassen sich hier richtig gut treffen. Der Flächenschaden, boah, da ist halt so geil, der Flächenschaden. Ich darf gegen die Tanks vor allem nicht einfach so reinlaufen. Muss eher Außenschaden machen. Okay, 1-0, sehr gut. Der mich noch mitgetroffen hat. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Egal. Okay, wir haben es geschafft. Damit ist es Struggle. Und damit 600 Trophäen. Jawohl. Normalerweise mache ich jetzt die verschiedenen Modi. Welche Modi haben wir denn jetzt? Wir kriegen erstmal Münzen und Powerpunkte. Wir haben erst ab 800 Trophäen neue Modi. Ich kann euch nichts zeigen heute. Okay, Juwelenjagd. Wie gut ist Karl in Juwelenjagd? Ich meine, eigentlich ist er, glaube ich, sehr gut. Er hat viel Leben, er macht ordentlich Schaden. Oh. Das war nichts. Er nimmt dich so hopsig runter, ne?
Okay, also, Kardio-Wehenlang war sehr, sehr gut. Vor allem ist das Geile hier, wenn wir Gems haben, können wir einfach abhauen und auch hier die Ult nutzen. Also Karl ist schon echt stark, auch gerade für Juwelenjagd, deswegen. Ja, aber viel mehr machen wir jetzt nicht, wir haben halt keine anderen Modi. Oh, Sekunde, wir haben einen Haufen an Quests bei Juwelenjagd. Den hier. Oh mein Gott. Oh, das war close. So, jetzt muss ich die mindestens 28 Sekunden mindestens tragen für die Quest. Du musst sehr aufpassen jetzt mit den Gems, dass du nicht so aggressiv gehst, ne? Du musst halt eher so laufen, weißt du, hier so an den Wänden, vor allem hier rechts ist ein guter Spot für dich. Also nee, sich in die Mine reinlaufen. Das hat auf jeden Fall Unterhaltungsfaktor, muss ich echt sagen. Oh shit, ich bin... Oh mein Gott, ihr müsst sie holen. Und zurück. Komm, ja, sehr gut. Einfach jetzt safe bleiben. Soga darf sterben. Du darfst nicht sterben. Geh zurück, du hast 13 Gems. Geh einfach weg. Lass sie in Ruhe. Oh. Du wolltest reinlaufen, sei ehrlich, oder? Nein, ich hab's genau gesehen. Ja, wir haben die Quest geschafft und noch 40 Kämpfer, hat sich gelohnt. Aber mehr, wir können in den nächsten Folgen bestimmt noch die restlichen. Aber ich mag Gem Cup jetzt nicht so, also das reicht. Münzen und Powerpunkte wieder. Okay, wir kriegen safe noch Ems heute. Oh, wir haben die Quest. Endlich. Neues Spray. Und. Ah, noch nicht ganz. 805. Spray ist hässlich. Das will ich nicht. Okay, eine Runde für 700. Wir haben die Quest für 1000 Münzen geschafft. Yes. Okay, let's go. 700 jetzt erstmal. Also, entscheidende Runde für 7er Trophäen. Auf geht's. Oh je, meine Freundin stirbt direkt. Wie immer. Du lebst noch. Jetzt bin ich tot. Das war jetzt Karma. Oh, Junge, Logan, das war so wichtig. Die Ult, die war so wichtig. Oh, ich hab die Ult noch. Bin ich dumm. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Der wird richtig rausgenommen. Die Ult wird es auch nicht mitbringen. Sehr gut, Logan. Ja, das war's eigentlich. Jetzt kann ich hier einfach schön hingehen. Der Bär, schön, hast du da nochmal. Genau. Jetzt ball einfach zu mir. Ball zu mir. Oder nee, genau. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich immer eklig gewesen. Sehr schöne Ult. Jetzt einfach Luke. Oh mein Gott, nein. Das ist nicht wahr. Jetzt, pass. Ja, jetzt. Jawohl, okay, 1-0, aber das war hart. Jawohl. 2-0 sogar noch. Okay, aber es war hart erkämpft. Es sind nur Trophäen. Okay. Ah, was ist da denn passiert? Das muss ich screenshotten. Wie geil. Okay, entscheidende Phase. 3 Siege für 57 Trophäen. Ich gehe in die Mitte. Ich glaube, da ist keiner. Ich hoffe, da ist keine Shelly oder so drin. Oh, da war ein Mord. Egal, ich bin raus. Ja, ich werde wahrscheinlich draufgehen. Nee. Oh, Kacke von allen Seiten. Das ist so unlucky. Ich habe jetzt auch das Gadget und ich kann auch gut Distanzschaden machen. Das sieht jetzt wirklich ohne Witz gut aus. Da könnte ein Crow drin sein. Nee, die sind dort jetzt. Okay, das ist sehr, sehr gut. Die muss jetzt jumpen. Das ist sehr, sehr gut für uns. Und ich kann da hin. Das haben wir. Ja, sehr gut. Okay, so jetzt. Top 3, auf geht's. Stun, wollte gerade sagen. Sehr schön, jetzt kann ich einfach reingehen. Schlecht, oder? Nee, war nicht so schlecht. Ich muss healen jetzt vor allem. Oh mein Gott, die Runde ist so intens. Das kann man sich echt nicht ausdenken. Das ist eine geile Runde, aber... Ja, das ist lost von ihm. Und jetzt Top 1 schaffen. Ich heal. Abholt. Nein, schön. Okay, heal. Geh in den Busch wieder, dass du nicht gesehen bist. Okay. Oh, wäre dich... Bär davor, Bär hinter den Bären. Schön! Ja! Platz 1 direkt. Sehr, sehr geile Runde. Okay. Auf geht's. Das ist vielleicht gar nicht... Ich wollte gerade sagen, die kann ich auch. Das ist eigentlich relativ easy. Hier. Treffen schon mal. Okay. Ja, ich hätte vielleicht dranbleiben sollen. Ich wollte nicht, aber... Der Search ist auch... Der Dings ist auch schneller als ich, der Crow. Ah, nicht der beste Start, leider. Ich könnte es reingehen, aber ich weiß nicht, ob ich reingehen möchte. Warte mal, ich kann den doch jetzt easy killen. Ich hab die Ult nicht getroffen. Geh weg. Geh hinter die Wand da rechts. Ja, genau. Ich bin 8 Sekunden back. Bär davor, Bär. Hinten dran, genau. 5 Sekunden. Bleib hinter der Wand. Ich hab gleich Gadget und... Ja, ich auch. Mann! Ja, das war scheiße. Ich hab die Ult einfach nicht getroffen. Die sind so geisteskrank schlecht. Vor allem dieser Surge. Ich meine, der 10 Cubes sind nicht mehr gekillt. Ich meine, wie schlecht kann man bitte sein? Der hat 8 Cubes mehr als wir. Aber ich hab Top 2. Wir haben Top 2. Ich fass es nicht. Es ist so... Digga, dieses 12er-Team, das gewonnen hat, war so unfassbar schlecht. Also wirklich, ne? Oh mein Gott, wir haben das, Leute. Wenn wir jetzt Platz 1 werden, fehlt uns noch eine Runde zum 750. Das ist so ein guter Start gewesen. Kann nichts machen. Nee, raus aus dem Busch. Da ist ein Devil drin. Oh Gott, war das lucky. Der war dumm. Nice. Ja, der ist reingelaufen in den Poison. Asozial, egal, was schlaufen. Nice. 11 Cubes jetzt. Lass mich die holen. Ich gehe mit dem Gadget wieder raus. Warte hier. Mit die beiden Cubes. Okay, Leute, es beide 13 Cubes. Ja, das ist jetzt wichtig. Das ist sauber. Mit den beiden letzten Cubes nochmal. Ah, das ist das Team, das übrig ist. Was? Die sind Zweiter geworden? Crazy. Zack. Okay. Let's go. Okay. Wenn wir jetzt Erster werden, dann haben wir es. Wir haben jetzt 741. Und die Dings haben wir auch geschafft, die Quest. Und die nächste schaffen wir auch noch. 2 Kills muss ich machen. Vielleicht die entscheidende Runde. Frank, perfekt. Da müssen wir. Ich glaube, wir wenigstens 1-2 Cubes so. Sehr schön. Wichtig. Das war super wichtig. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr stark.
Wir haben die Mitte geholt. 4 Cubes. Und Kill gemacht. Super stark. Jetzt können wir uns den auch noch hier nehmen. Stark. Stark, stark, stark. Okay. Den Frank hole ich mir jetzt. Sekunde. Ich hab den Frank. Nein. Ich bin dumm. Jetzt auf. Nein. Nicht passiert jetzt. Oh mein Gott. War mein Fehler. Egal, wir haben bloß minus 0 bekommen. Okay, auf geht's, Leute. Wir brauchen 9 Trophäen plus. Komm. Wenn ich halt die Ult hätte, könnte ich halt eine Menge machen. Ich hab die Ult aber halt nicht. Ja, erstmal Top 3 saven irgendwie. Junge, dieser Tick. Es ist ja so nervig, jetzt hier gegen den Tick zu spielen. Ich hole mir den. Ja, nicht ganz. Oh, Junge, 17 HP. 17. Ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott. Aber wir sind Top 3 jetzt schon. Wir sind Top 3. Wir können das schaffen. Komm. Das ist einiges möglich jetzt. Sehr schön. Oh, der Bär hat abgewehrt. Wir können Platz 1 werden. Wir können das schaffen. Das kann echt die entscheidende. Das ist die entscheidende Runde mit ihm. Nee, oder? Bär. Oh mein Gott. Du holst sie. Wenn du die jetzt holst. Nicht in die Mine. Ja. Oh mein Gott. Nein! Oh, nee, also es sind jetzt, nein, es ist ja, ich hätte Platz 1 gebraucht. Mann, egal. Okay, komm, Meisterung geschafft. 200 Powerpunkte, komm. Wir schaffen das. Okay, Leute, das muss es aber sein. Wir müssen Top 2 kommen. Wir müssen einfach nur Top 2 schaffen. Hol du die Kiste hier? Oh, gut, nee, dann hol ich die halt. Passt. Let's go. Vielleicht kann ich auch in der Mitte irgendwas machen, ich weiß es nicht. Aber wir haben schon mal 2 Cubes, das ist ein sehr guter Start für uns. Ich glaube, da ist kein Gegner gerade. Oh mein Gott, das ist so wichtig. Okay, das ist super, super wichtig. Wir haben jetzt 5 direkt. 5 Cubes. Ich mache jetzt so viel Schaden. Okay, wir müssen nur Top 2 schaffen. Wir schaffen das safe, komm. Weil es ist gerade keinen, wo wir irgendwie fokussen könnten, ne? Irgendwie niemals. Hab ihn. Nice. Oh mein Gott, jawohl. Das ist es einfach. 4 Cubes für uns. Fett. Okay. Tara unten hat Ult. Nicht so sehr in die Bienen so reinlaufen. Am besten einfach im Busch bleiben. Genau, sehr schön. Oh, da war noch jemand. Ich hol mir die. Ja, okay, auch gut. Oh, Penny Streuschaden. Oh nein. Schon wieder. Oh, Junge, die Runde. Oh, überleben. Healen. Ich habe 19 Cubes. Wenn ich heale, dann bin ich unsterblich gefühlt. Ah, das finde ich wieder an, egal. Let's go, Leute. Das muss es sein. Mit 9. Junge, wie kann man 19 Cubes eigentlich haben? Okay, Bär nach vorne. Nicht auf die Penny, bitte. Penny macht, ich hab vergessen, Penny macht Streuschaden. Oh mein Gott, 6 Cubes Dynamics, sehr gut. Okay, ich brauche noch einen Platz jetzt. Jawohl, das haben wir. Und jetzt noch Platz 1. Zack. Ey, der nimmt mich hops, egal. Jawohl. Ey, mit 23 Cubes Platz 1, ist das geil. GG's. Da haben wir 750 Trophäen, der erste Brawler für den neuen Account. So, wir kommen erstmal noch zur neuen Belohnung, Chroma Credits. Und wir kriegen, oh, wir kriegen nochmal Credits. Passt, Ems. Wenn ihr auch Bock auf andere Games habt, ist hier mein Let's Play-Kanal verlinkt. Dort habe ich Fortnite gespielt oder zum Beispiel auch Mario Kart oder andere Games. Schaut also gerne vorbei und haut rein. Bis zum nächsten Video und danke für den Support. Ich habe Bock auf weitere Folgen. Ciao.